So, willkommen zu einem neuen TechView Vlog und diesmal soll es um das Spiel der Woche gehen. Ich habe ja in der letzten Woche eine etwas längere Sendung gemacht und das hat nicht allen so gefallen. Also ich glaube, eine Stunde 20 ist das Ganze gegangen, so kinomäßig, Kinofilmspielmäßig. Und aus dem Grund habe ich gedacht, okay, ich nehme jetzt das Spiel der Woche mal raus aus dem TechView Podcast, weil ich schon sehr viele Themen gesammelt habe und pack das mal in einen Vlog rein und auch weil es als Spiel der Woche vielleicht nicht jeden so interessiert, aber vielleicht den einen oder anderen auf YouTube dann eher interessiert, der sonst kein TechView-Podcast-Zuschauer oder Zuhörer ist. Es geht um Batman The Telltale Series. Ich habe das allererste Mal ein Telltale-Spiel ausprobiert. Ich hätte das vorher in so eine gedankliche Schublade reingepackt. Ja, das ist so ein interaktiver Film, da klickt man so ein bisschen rum und das ist nicht so spannend. Ich habe mich jetzt aber eines Besseren belehren lassen, weil zum einen bei Batman The Telltale Story die Story wirklich ziemlich gut ist. Also das ist eine Story, die kennt man nicht aus Comics, zumindest kenne ich sie nicht aus Comics, die kennt man nicht aus den Arkham-Spielen. Und es gibt Spielelemente, die man so auch aus den Batman-Spielen bisher nicht kennt, also aus den Arkham-Spielen vor allen Dingen, hat man ja meistens die Möglichkeit, als Batman zu spielen und dann Leute zu verkloppen. Das gibt es bei der Telltale-Geschichte auch, aber das ist nicht mehr so zentral im Mittelpunkt. Ich würde sogar eher sagen, zentral im Mittelpunkt ist so das Leben des Bruce Wayne als Bruce Wayne und Batman. Und das ist, glaube ich, eines der ersten Spiele, das das so ein bisschen zentral auch beleuchtet und was das für Schwierigkeiten auch mit sich bringt und was für Entscheidungen dort getroffen werden müssen. Wenn ich beispielsweise jetzt eine wichtige Entscheidung zu treffen habe, habe ich die Möglichkeit als Batman eine Person aufzusuchen, um die Entscheidung durchzudrücken, oder ich kann das Ganze auch als Bruce Wayne machen, um eine Entscheidung durchzudrücken bei bestimmten Personen. Sehr spannendes Spielkonzept, was dann einem zwei verschiedene Wege ermöglicht, ein Problem zu lösen, oder man landet in der Sackgasse. Das kann natürlich auch durchaus passieren. Also sehr spannende Geschichte, was das angeht. Dann gibt es in dem Spiel noch viele weitere Elemente, die wirklich gut gemacht sind. Ein Teil kennt man aus der Arkham-Serie, bereits diesen Detective-Mode, wo man dann versuchen muss, ein Verbrechen nachzubauen, im Grunde genommen, indem man einfach am Ort des Verbrechens auftaucht und dann die Beweise, die man dort noch findet, nachkonstruieren kann oder untersuchen muss, um dann den Tatverlauf nachkonstruieren zu können. Das ist ziemlich gut gemacht. Das ist wirklich eines der spannenden Geschichten in dem Spiel. Aber auch die Möglichkeit, beispielsweise im Vorhinein, wenn man einen Raum stört voller Leute, den sich zuerst mal zu analysieren, mithilfe der ganzen Gadgets, die man so hat, und dann eine Taktik rauszusuchen, wie man die Leute denn jetzt verprügelt. Es gibt zwar immer noch eben diese Quick-Events, wo man nach links oder rechts drücken, da wurde kurz angezeigt, bei der Action-Sequenz drücken Sie jetzt nach links oder rechts oder drücken Sie die und die Taste, um eine bestimmte Aktion auszuführen, Faustschlag oder sowas. Also es gibt kein Echtzeitkämpfen wie in den Arkham-Games, sondern es sind so Quick-Time-Events. Das ist aber doch ziemlich gut gemacht noch, wie ich finde. Aber die Planungsmöglichkeit, das ist auch eine ziemlich interessante Geschichte, wo man also, bevor man so einen Raum stürmt, erstmal plant, wie man die einzelnen Gegner ausschalten kann, weil das ja mehrere Gegner sind. Und es macht vom Realitätsgetreuen macht das mehr Sinn, das vorher zu planen. Einfach als Batman dort reinstürmen, wie in Arkham, in Arkham-Spielen dann alle zu verprügeln, die einen auf ihn zustürmen, das funktioniert in dem Spiel nicht, sondern man muss tatsächlich planen, wie man die Gegner ausschaltet. Und da gibt es auch mehrere Möglichkeiten, wie man die ausschalten kann, und die eröffnen einem dann eventuell auch neuere, andere Möglichkeiten. Beziehungsweise werden dann bei bestimmten Aktionen, wenn man die schnell macht und in einer bestimmten Reihenfolge macht, werden beispielsweise andere Personen nicht verletzt, unbeteiligte Personen nicht verletzt, oder man kann die Gegner sehr brutal ausschalten, was dann eventuell auch einen negativen Verlauf nehmen kann auf die Story oder auf Personen, beispielsweise Alfred, dem Butler, wie er dann die Batman-Figur sieht in Bruce Wayne und so weiter und so fort, oder wie die Polizei das Ganze sieht. Also es hat wirklich richtig Einfluss auf die ganze Storyline. Das finde ich richtig interessant gelöst. Auch das Konzept, wie man die Interaktion bei Gesprächen macht, ist ziemlich an realitätsgetreu, würde ich mal sagen. Weil es gibt halt eben das Gespräch, das läuft, und es gibt dann die Möglichkeit, drei verschiedene Antwortmöglichkeiten zu bieten. Aber es läuft gleichzeitig auch ein Timer ab. Das heißt, wenn man zu lange wartet, wird einfach nichts gesagt. Dann gibt es das Schweigen, also die vierte Antwortmöglichkeit, die man auch auswählen kann, wenn man denn möchte. Und es ist natürlich bei einem Gespräch nicht immer das Beste. Dann gibt es auch noch weitere
Antwortmöglichkeiten. Es ist nicht nur positiv und negativ auf irgendwas zu antworten oder in der Mitte irgendwie sowas zu schwafeln, sondern das sind wirklich teilweise knifflige Sachen, die aber dann auch bestimmt Aktionen oder den Verlauf des weiteren Spiels dann beeinflussen können. Weil wenn ich jemandem zustimme oder mein Mitgefühl mit jemandem äußere, dann behält er das natürlich auch und ist dann vielleicht zuvorkommender in den weiteren Aktionen, wenn ich mal eine Bitte habe oder sowas. Wenn ich aber eher ablehnend oder eher aggressiv auftrete, dann wird das natürlich auch behalten und dann ist man vielleicht eher ablehnender in der Geschichte. Oder dann vielleicht doch eher zutreffender, je nachdem, wer, welche Person das dann ist. Und dann gibt es natürlich noch eine dritte Antwortmöglichkeit, die es dann auch noch gibt. Das ist so eine Art Mittelweg, würde ich mal sagen, die man immer so ein bisschen auswählen kann, aber nicht allzu oft auswählen sollte. Das ist so, wenn man sich nicht ganz entscheiden kann. Und es ist auch nicht immer klar, was jetzt der Mittelweg von den Antwortmöglichkeiten denn dort tatsächlich ist. Es ist eine Story für Erwachsene, das muss man auch sagen. Also das ist nicht irgendwie so ein Kinderspiel. Das war ja die Arkham-Serie, Batman-Arkham-Serie auch nicht. Aber das hier auch, die Story ist schon auch teilweise recht brutal, das muss man auch sagen. Also werden dort zerstückelte Leichen beispielsweise gezeigt. Das sollte auch jedem klar sein. Es ist halt ein erwachsenes Spiel. Und es ist in dem Format, wie sie es gemacht haben, ziemlich genial gemacht. Man hat nämlich eine komplette Season, die besteht aus 5 Episoden. Standardmäßig ist es so, dass sogar auch nur eine Episode rauskommt und dann irgendwie später die zweite Episode. Jetzt in dem Fall bei Batman Telltale Series sind die 5 Episoden für die Season bereits schon draußen und dann ist die ganze Geschichte also schon da. Es gibt also die Möglichkeit, erstmal die einzeln zu kaufen natürlich. Aber auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte die ganze Season kaufen, weil die ist ja schon draußen. Und es gibt auch einen Season Pass für die Leute, also die ganze Season kaufen möchten, die da schon eingestiegen sind. Und dann kommt jetzt zum Beispiel Season 3 raus oder sowas von Batman und ihr habt die Episode 1, dann kriegt ihr eben den Rest der Episoden auch kostenlos dazu. Wenn sie rauskommen natürlich. Vielleicht sogar einen Tag vorher, bevor sie da sind. Das ist so das Preismodell. Aber was ich genial finde an der Geschichte ist, weil das Spiel gibt es da auch für die Smartphones zum Beispiel, für Android und iOS gibt es das im Store zu spielen, für die PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, für Steam, Windows. Es gibt auch Möglichkeiten mit DXVK, also DirectX für Vulkan und der Steam Play-Geschichte, das Ganze unter Linux zu zocken. Ist es eben eine tolle Geschichte, dass man einfach dieses Episodenformat hat, wo man dann einsteigen kann in eine vielleicht spannende Geschichte, muss jeder selber entscheiden, ob er es spannend findet. Und dieses Episodenformat heißt im Grunde genommen, man hat etwa eine Stunde lang, ein bisschen was mehr oder weniger, je nach Episode, ist man dort gefesselt. Und das ist das ideale Spiel, wenn man gerade runterkommen möchte, man kommt gerade von der Arbeit, möchte man eine Stunde zocken, anstatt Nachrichten gucken und das Elend der Welt vergessen. Dann kann man mal eine Stunde runterkommen und dieses Spiel spielen. Das ist nicht Großartiges, wo man schnell auf Reaktionen setzen muss, wo man irgendwelche Strategien sich großartig zurechtlegen muss, wo man also nicht so ein Vollpreisspiel, wo man die Steuerung lernen muss, wo man sie vielleicht nach einem Monat wieder vergessen hat und dann muss man sich wieder einsortieren. Und das ist wirklich ein Calm-Down-Spiel, einfach mal so sich berieseln lassen, aber trotzdem die Möglichkeit haben, eine spannende Story dann selber auch mitzugestalten. Also sehr toll gemacht und es gibt von der Telltale Series noch viele, viele andere. Ich habe jetzt nur die Batman-Geschichte ausprobiert, habe mir jetzt die Season 2 auch geholt, um zu gucken, wie das dort aussieht. Und man hört im Hintergrund vielleicht den Krankenwagen, der da kommt. Das ist so das Zeichen, dass ich langsam aufhören würde, sollte, weil ich an der Zeit angelangt bin, was Zuhören, glaube ich, angeht. Es gibt also viele weitere Spiele und wenn die Storys dort auch so gut verpackt sind, kann ich das nur empfehlen, dort mal reinzuschauen. Das ist also das Spiel der Woche in dieser Woche des TechView Podcasts, Batman The Telltale Series und vielleicht auch noch die anderen Telltale-Spiele, aber erst einmal Batman The Telltale Series, was ich auf jeden Fall empfehlen kann. Ja, das war's für diesen TechView Podcast. Wenn es euch gefallen hat, TechView Podcast Vlog. Falls es euch gefallen hat, gebt ein Like, könnt auch das Ganze abonnieren natürlich. Und es würde mich interessieren, falls ihr ein anderes Telltale-Spiel gespielt habt, schreibt es unten in die Kommentare. Falls ihr die Batman-Geschichte gespielt habt, so wie ich, schreibt nochmal eure Erfahrungen mit in die Kommentare und ob ihr es spannend gefunden habt, auch die Story, ob sie vielleicht nicht so einzigartig ist, wie ich mir es gedacht habe und so weiter und so fort. Würde mich alles interessieren. Das war's für diesen Tech-Review-Log. Bis zum nächsten Mal. Ciao.